Ich muss los. Hat echt Spaß gemacht mit euch. Dieses Verhalten hat endlich einen Namen bekommen. Fubbing. Eine Wortkreuzung aus den englischen Wörtern Phone und Snubbing. Oder auch Dann kam er zu mir. Der unhöfliche Akt, in Anwesenheit von Gesellschaft auf das Smartphone zu starren und diese aufgrund der Nichtbeachtung äußerst zu verärgern. Fubbing wird dabei als eine Art Sucht dargestellt, denn Betroffene würden ständig den Zwang verspüren, ihr Smartphone benutzen zu müssen. Ich kann jederzeit damit aufhören. Ich schwöre, lass mich nur kurz Sucht googeln. Ja, Fubbing wird sogar mit Alkoholmissbrauch verglichen. Ich kann jederzeit damit aufhören. Ich schwöre, lass mich nur kurz austrinken. Was ja auch irgendwie stimmt, denn plötzlich fühlt sich jeder berufen, jeden Scheiß, für den man sich sonst überhaupt nicht interessieren würde, mit dem Smartphone zu googeln. Und ich glaube kaum, dass man sich früher so getroffen hat. Oh, ich habe es. Sucht, auch Abhängigkeit, ist das krankhafte Verlangen nach bestimmten Genuss- oder Rauschmitteln sowie übersteigerte Verhaltensweisen in Form von zwanghaftem Tun oder Tätigkeiten. Und ich dachte schon, es wäre was Schlimmes. Absolut realitätsnah. Und diese Google-Anfälle sind meistens nur eine Ausrede dafür, um zu checken, wie wichtig man ist und ob man wieder eine extrem wichtige Nachricht auf WhatsApp oder Facebook erhalten hat. Undenkbar in smartphonelosen Zeiten. Ich bin gleich wieder da. Wo willst du denn hin? Zum Briefkasten. Ich will nur gucken, ob ich eine Nachricht bekommen habe. Schon wieder? Ich kann jederzeit aufhören, ich schwöre. Lass mich nur kurz gucken. Und nun meine Fragen an euch. Erstens, fühlt ihr euch auch ständig gezwungen, auf euer Handy gucken zu müssen? Und zweitens, nervt es euch, wenn es andere machen? Hör auf dein Handy zu starren. Hör auf, in dein Buch zu starren. Hör auf deine Hand zu starren. Hinterlasst mir einen Kommentar und bis bald. Deutschland, 12 Uhr mittags. Erstmal ein Bier. Aha.